Gut, dann übernehme ich mal das Zepter und darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer zweiten Veranstaltung in unserer Webinarreihe, die also insgesamt aus vier Teilen bestehen wird und sich damit beschäftigt, wie die Barrierefreiheit in Office-Dokumenten realisiert werden kann. Wie gesagt, wir wollen uns heute vor allem mit dem Thema Microsoft Office beschäftigen. Die Basis für quasi sämtliche Unterlagen sind die erweiterten Checklisten, die in dem Projekt Shuffle entstanden sind. Und insofern bedanken wir uns recht herzlich bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre für die finanzielle Unterstützung für das Projekt. Wir veranstalten diese Webinarreihe in Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien in Stuttgart, gemeinsam mit dem Europäischen Ressourcenzentrum Accessible EU. Genau. Gottfried, du kannst gerne einmal weiterklicken. Bitte entschuldigen Sie das. Wir müssen heute kurz über Bande hier arbeiten, damit wir eben nicht permanent im Wechsel zwischen den Bildschirmdarstellungen quasi zumuten müssen. Genau. Vielleicht noch wichtig, die Information, dass also sämtliche registrierten TeilnehmerInnen von Ihnen im Nachgang eine Teilnahmebestätigung ausgestellt bekommen, die Ihnen von dem Ressourcenzentrum Accessible EU direkt zugehen wird. Was ist das Europäische Ressourcenzentrum Accessible EU? Letzten Endes ist es ja, sozusagen ein neu gegründetes Zentrum, was in diesem Jahr erst entstanden ist. Es ist Teil der, Gottfried, gerne noch mal einmal weiter. Es ist Teil der Strategie der Europäischen Kommission für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021 bis 2030. Es geht darum, das Thema der Barrierefreiheit europaweit zu stärken und das also letzten Endes in sämtlichen Bereichen von der Informations- und Kommunikationstechnologie über die gebaute Umwelt bis hin zum Thema Design for All. Genau, in der gesamten Bandbreite. Wer steckt hinter Accessible EU? Vielleicht noch mal ganz kurz. Das ist letzten Endes ein Zusammenschluss von diversen, tatsächlich großen europäischen Akteuren, zum Beispiel der Fondation Onkel als einer der größten Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen aus Spanien, gemeinsam mit weiteren Akteuren wie dem Europäischen Netzwerk für barrierefreier Tourismus, dem European Disability Forum und genau der European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. Das ist sozusagen einerseits der institutionelle Hintergrund des Ganzen. Parallel dazu geht es darum, oder ja, haben sich sozusagen, wurden diverse nationale Experten berufen in den einzelnen Mitgliedstaaten, letzten Endes zielgerichtet Wissen zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Und insofern haben sie zum einen meinen Kollegen Gottfried Zimmermann eben von der Hochschule der Medien in Stuttgart bereits kennengelernt. Mein Name ist Gregor Strutz. Ich bin selbstständiger Designer mit, also als Spezialist für das Thema Design for All. Und darüber hinaus haben wir noch einen dritten Kollegen, Hesham Mohammad, der beim Fraunhofer Institut auch für das Thema digitale Barrierefreiheit steht. Genau. Darüber hinaus gibt es dann also noch weitere Institutionen, die sich sozusagen engagieren. Und worum geht es letzten Endes insgesamt? Es geht darum, dass wir zum einen zielgerichtet Informationen tatsächlich sammeln in den einzelnen Mitgliedstaaten. Sie können sich das vorstellen, die Europäische Union ist sehr divers, durchaus auch in Ansichten zum Thema Barrierefreiheit, aber eben auch im Bereich des Wissens und in der Ausentwicklung von Barrierefreiheit. Insofern sollen und müssen wir alle voneinander lernen. Und das Ganze soll einerseits Ihnen und anderen Fachleuten der Barrierefreiheit zur Verfügung gestellt werden. Es soll aber auch genauso gut ein Ressourcenzentrum sein, das einfach Wissen europäischen Institutionen zur Verfügung stellt, wenn es darum geht, die Legislative zu stärken und quasi zu neuen Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu kommen. Ein anderer wichtiger Punkt sind letzten Endes Veranstaltungen. Gottfried, gerne noch mal einmal weiterklicken.
bei dem wir also mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen. Wir wollen zum einen Ihnen unser Wissen auch zur Verfügung stellen, indem es also eine große Datenbank an Wissen geben wird von Best-Practice-Beispielen europaweit, aber eben auch Handlungsempfehlungen und diversen Strategien. Dann natürlich Veranstaltungen wie die heutige, in denen es darum geht, Online-Schulungen und Workshops zu veranstalten. Aber, und das ist auch ganz wichtig, eigentlich wollen wir gemeinsam mit Ihnen ein Netzwerk gründen, in dem wir uns gemeinsam austauschen können und gemeinsam von diesem Wissen partizipieren können. Und insofern vielleicht als letzter Gedanke am heutigen Tag, bevor ich dann also quasi Gottfried die Bühne übergebe, tatsächlich der Wunsch an Sie oder die Bitte an Sie, treten Sie gerne mit uns in Verbindung. Wir haben verschiedene, Gottfried, gerne nochmal einmal weiterklicken. Wir haben letzten Endes verschiedene, ja tatsächlich Medien, Internetseite, aber eben auch in den sozialen Medien, in denen wir unser Wissen teilen. Und wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu kommen und mit Ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, dass Europa Schritt für Schritt tatsächlich barrierefreier und damit auch inklusiver wird. Genau. Gut, das vielleicht kurz zur Einführung von Accessible EU. Was tatsächlich noch ein Wunsch an Sie ist oder eine Bitte an Sie, bestätigen Sie uns bitte Ihre Teilnahme. Sie können das zum einen tun, indem Sie den eingeblendeten QR-Code abscannen und zum anderen werden wir Ihnen diese quasi den Link auch nochmal in den Chat reinstellen, auf dass Sie quasi uns bestätigen oder uns helfen, dass tatsächlich ja, wir auch die Statistiken bedienen, die natürlich immer Teil einer Bürokratie sind rund um ein so großes europäisches Projekt. Vielen Dank. Gut, dann Gottfried, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, danke für die Einführung, Gregor. Ich habe gerade noch mal in den Chat die lange URL für die Teilnahmebestätigung gepostet, weil manche Firewalls verhindern, dass man auf Bitly kommt. Da können Sie sich jetzt, wenn Sie wollen, gleich oder hinterher eintragen und dann bekommen Sie per E-Mail eine Teilnahmebestätigung zugeschickt. Die gilt dann für im Prinzip die ganze Reihe dieser Webinare über barrierefreie Office-Dokumente. Es gibt keine einzelnen Teilnahmebestätigungen für die einzelnen Webinare. Ja, worum geht es heute? Ich möchte Ihnen diese erweiterte Checkliste vorstellen nach EN 301549. Warum EN 301549? Das ist der Standard, der indirekt von der BitV 2.0 aus referenziert wird. Also, wenn Sie eine öffentliche Stelle sind, dann müssen Sie sich an die BitV 2.0 halten, was die Barrierefreiheit betrifft. Und in der BitV 2.0 heißt es, dass der entsprechende Standard harmonisiert wird durch das Europäische öffentliche Amtsblatt. Und das ist eben geschehen. Und da ist der Verweis auf die EN 301549. Diese Norm hat ein Kapitel 10, das ist überschrieben mit Nicht-Web-Dokumente, also Nicht-Web-Dokumente im Gegensatz zu Webseiten. Und wir reden hier über Office-Dokumente, die man gegebenenfalls herunterladen kann von einer Webseite. Und genau die zählen als Nicht-Web-Dokumente. Das heißt, wir müssen uns vom Gesetz her an diese Vorschriften halten. Das Kapitel 10 ist aber ziemlich kompliziert und wenn man da nicht richtig Bescheid weiß, ist es schwierig, es für Word-Dokumente anzuwenden. Deswegen haben wir diese erweiterte Checkliste gemacht und deswegen auch dieses Webinar, damit Sie den Zugang dazu finden. Ich werde heute nicht alles durchgehen können, was in dieser Checkliste steht. Das ist zu viel. Ich werde ein paar Dinge herausgreifen und grundsätzlich zeigen, wie man in Word Dokumente nur per Tastatur erzeugen und bearbeiten kann und lesen kann und wie man einen Screenreader einsetzt zusammen mit Word. Wir werden auch über Ansichten in Word reden und was Word automatisch macht, worum wir uns als Autorinnen und Autoren nicht kümmern müssen. Und es gibt natürlich auch Grenzen dieser Checkliste, was sie nicht abdeckt.
Es gibt die automatische Prüfung in Word auf Barrierefreiheit, die ist ganz nützlich. Und es gibt ausgewählte Kriterien, die ich jetzt einfach festgelegt habe für dieses Webinar. Einmal wird es um generell das Dokument und Text im Dokument gehen, dann um Grafik, Smart Art, Textfeld, Tabellen, Kopf- und Fußzeile, Fußnoten, Endnoten und ich habe absichtlich Dinge rausgesucht, die jetzt nicht so bekannt sind. Es gibt ja ganz viele Anweisungen für Word, aber ich denke, da lernen Sie vielleicht noch was dazu, zum Beispiel bei Textfeldern oder Smart Art. Und am Ende werden wir die Möglichkeit haben für Fragen und werden versuchen zu antworten. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, bitte tippen Sie es einfach in den Chat ein. Und jetzt werde ich wechseln zu einer Live-Sicht auf diese erweiterte Checkliste. Ich mache mal etwas größer. Ich lasse aber das Menü oben stehen, weil das eben wichtig ist, dass wir das sehen. Die beiden Striche hier, hat jemand irgendwie einen Kommentar hinzugefügt? Bitte ignorieren Sie das. Also, wir springen gleich auf die Dinge, die hier einschränkend erwähnt werden. Also zum einen, wenn Sie diese Checkliste einsetzen, dann sollten Sie normale Dokumente haben in Word, also keine, ich sag's mal, extravaganten Eigenschaften einsetzen. Also keine Skripte programmieren und dann dafür verwenden, um irgendwelche Objekte zu animieren oder Menüs auftauchen zu lassen. Aber ich nehme an, Sie machen das sowieso nicht. Und Sie sollten auch keine Objekte einbetten, außer Online-Videos, also keine anderen Dateien als Teil eines Word-Dokuments weitergeben. Aber ich nehme auch an, dass Sie auch das nicht machen normalerweise. Und Sie sollten Word auch nicht dazu benutzen, um Formulareingaben machen zu lassen. Also es gibt in Word eine Formularfeldfunktion, aber das sind alles Dinge, wenn man sie benutzt, dann muss man mehr beachten, als in dieser Checkliste steht. Dann wird es wirklich kompliziert. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen das weg, weil wir die Checkliste möglichst einfach halten wollten. In Word gibt es verschiedene Ansichten. Und die Ansicht, die ich jetzt habe, die nennt sich Drucklayout. Wenn Sie, ich gehe jetzt hier auf die Registerkarte Layout. Entschuldigung, ich gehe auf Ansicht und dann auf Drucklayout. Und das ist jetzt schon ausgewählt. Das ist die jetzige Ansicht. Man sieht die Seite so, wie sie später auch gedruckt würde. Also zweidimensional mit der entsprechenden räumlichen Anordnung. Das ist eigentlich die Default-Ansicht. Und wenn wir jetzt von Barrierefreiheit reden, dann müssen wir bedenken, Barrierefreiheit muss gegeben sein, sowohl für den Autor oder die Autorin. Es kann ja sein, dass diese Person eine Beeinträchtigung hat. Und es muss auch gegeben sein für die Leserin oder den Leser des Dokuments. Also beide Seiten müssen barrierefrei sein. Die Drucklayout-Ansicht eignet sich für beide Ansichten, also einmal von Autorenseite und dann auch von Leserseite. Deswegen, und auch weil es die Standardansicht ist, haben wir gesagt, als wir diese Checkliste erstellt haben, das muss auf jeden Fall barrierefrei sein, diese Drucklayout-Ansicht. Es gibt daneben noch andere Ansichten, die sind manchmal hilfreich. Aber es ist dann nicht immer Barrierefreiheit für alle Personen gewährleistet. Ich möchte hinweisen auf den Lesemodus. Das ist eine Ansicht, wo man, ohne dass man das Dokument editieren muss, verschiedene Einstellungen der Darstellung ändern kann. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich möchte hier eine
größere, oder ich möchte einen Sepia-Hintergrund, also falls mich vielleicht ein zu starker Kontrast blendet, das gibt es ja auch. Und ich kann zum Beispiel auch eine Silbe markieren, dass hier Trennzeichen zwischen den Silben eingefügt werden, diese kleinen Punkte. Ich mache mal den Zoom ein bisschen größer. Ich kann auch den Zoom verstellen und dann wird automatisch richtig umgebrochen. Oder wenn ich noch mehr haben möchte, kann ich zum Beispiel auch den Textabstand ganz groß machen, dass die Buchstaben voneinander einen großen Abstand haben. Das ist alles möglich. Das kann gegebenenfalls hilfreich sein, damit man das besser lesen kann. Und wenn Sie das noch nicht kennen, können Sie das gerne einmal ausprobieren. Es ist insbesondere für Menschen mit kognitiven Einschränkungen ganz hilfreich. Das gibt es übrigens auch bei dem Microsoft Edge Browser. Es gibt auch sowas wie eine Rahmung und da können Sie mal mit rumspielen. Mit Escape kann ich diesen Lesemodus wieder verlassen. Und es gibt dann noch andere Modi, zum Beispiel den Gliederungsmodus als Ansicht oder Entwurfsmodus. Aus Zeitgründen werde ich das jetzt nicht näher zeigen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Drucklayout-Modus. Und die andere Vorbemerkung, die ich machen möchte, ist, Sie können Word komplett ohne Maus bedienen. Also man braucht hier keine Maus, man kann alles mit der Tastatur erreichen. Manches ist etwas kompliziert, aber es gibt dazu auch Tabellen, die man zu Rate ziehen kann. Zum Beispiel Microsoft hat eine Tabelle, wo man alle Tastaturkürzel einsehen kann. Ich gebe mal gleich so ein paar Links über den Chat bekannt. Zum einen die Tabelle, um Word, die Tastaturkürzel zu finden. Dann werde ich gleich auch noch auf den Screenreader anschließend eingehen. In Windows heißt der Narrator oder auf Deutsch Sprachausgabe. Da gibt es auch Anleitungen. Und wenn Sie einen Mac benutzen, der Voice-Over, das ist der Screenreader auf dem Mac, gibt es auch Anleitungen. Aber zuerst, wie bediene ich denn Word nur mit der Tastatur? Also es ist klar, wenn ich irgendwo drin bin, dann habe ich den Fokus. Ich habe jetzt mal wieder Maus hier drauf gezeigt. Also das ist meine Maus hier. Und da ist mein Fokus. Das ist ein senkrechter Strich, der blinkt. Und jetzt kann ich da natürlich durchgehen mit dem Pfeil nach unten und kann zum Beispiel auch von Absatz zu Absatz springen, indem ich Steuerung Pfeil nach unten drücke. Ich kann Dinge markieren mit der Shift-Taste und so weiter. Das kennen Sie wahrscheinlich schon. Ich kann dann diese oberen Bereiche, wo die Befehle sind, also dieses Menüband, erreichen, indem ich die Alt-Taste drücke. Alt. Und dann erscheinen hier, sehen Sie, kleine Zeichen, also weiße Schrift auf schwarzem Grund, entsprechend an der Stelle, wo Sie eben einen Befehl auslösen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt wieder in den Lesemodus umschalten möchte, dann muss ich jetzt ein D drücken. Also hier, das ist da oben. Da ist das D. Wenn ich jetzt ein D eintippe, dann lande ich wieder im Lesemodus. Ja, das hat er jetzt, das war, Moment, das war falsch. Das D ist auf Datei bezogen. Wenn ich den Lesemodus möchte, war mein Fehler, muss ich zuerst F drücken, der Ansicht. Ich muss mich also von oben nach unten durchbewegen und jetzt E für Lesemodus. Und jetzt bin ich da wieder zurück. Auf diese Weise, also das können Sie mal ausprobieren, kann ich wirklich alle Befehle in Word benutzen und ich brauche eigentlich keine Maus dazu. Ich werde jetzt der Einfachheit halber die Maus benutzen, damit Sie besser sehen, was ich mache und auch weil es für mich leichter ist. Aber wenn man diese Befehle über Tastatur gewohnt ist, dann kann man da auch ganz schnell damit arbeiten. Das ist wichtig für die Barrierefreiheit, weil es eben Personen gibt, die die Maus nicht benutzen können und trotzdem Word-Dokumente bearbeiten oder lesen möchten.
Und die benutzen zum Teil auch einen Screenreader. Das heißt, wenn sie nicht sehen können oder schlecht sehen können, was auf dem Bildschirm steht, dann kann man sich den Inhalt des Bildschirms vorlesen lassen. Ich zeige Ihnen mal, wie das mit dem Windows-Screenreader geht. Der heißt Narrator oder Sprachausgabe. Ich kann den Narrator aktivieren über die Taste Windows, Steuerung, Enter. Barrierefreies Word erweiterte Checkliste nach N3015-49 V1 bis 4 Mark DocX Kompatibilitätsmodus Word Fenster. Barrierefreies Word erweiterte Checkliste nach N3015. Das war jetzt ganz viel Information. Ich hoffe, Sie konnten es hören. Ich habe den Screenreader extra langsam gestellt. Normalerweise würde man ihn mit höherer Geschwindigkeit hören, wenn man das gewohnt ist. Und jetzt, wenn ich jetzt irgendetwas mit der Tastatur mache, in Word oder auch mit der Maus, dann wird der Screenreader mir sagen, wo ich mich gerade befinde und was ich gemacht habe. Ich kann also das ganze Dokument damit lesen. Und ich zeige das jetzt eben gerade am Beispiel der Checkliste. Ich gehe jetzt mit dem Cursor nach unten. Nach unten Taste. Erweiterte Checkliste nach N301549. Ja, normalerweise, wenn ich jetzt hochgehe, wird auch noch angesagt, dass es sich um eine Überschrift handelt. Das probiere ich jetzt Nach nochmal. oben Taste. Barrierefreies Word. Ja, hat jetzt nichts gemacht. Das kann man verschieden einstellen. Nach unten Taste. Nach unten Taste. Nach unten Taste. Inhaltsverzeichnis. Jetzt gehe ich mal wirklich einen ganzen Absatz Nach weiter, unten, immer. nach unten, nach unten Taste. Überschrift 1 Einleitung. Jetzt wurde gesagt, Überschrift 1, Einleitung. Das heißt, ich weiß, das ist nicht nur ein normaler Text, das ist eine Überschrift. Dann gehe ich zum Nach nächsten unten Absatz. Taste. Wir möchten möglichst barrierefreie Word-Dokumente für eine breite Nutzendengruppe zugänglich. Ja, also liest immer einen Absatz, eine Zeile auf einmal vor und es gibt dann verschiedene Shortcuts, also Tastaturkürzel, mit denen man eben navigieren, sich bestimmte Sachen vorlesen kann, zum Beispiel mit Caps Lock R. Wir möchten möglichst barrierefreie Word-Dokumente für eine breite Nutzendengruppe zugänglich machen. Diese erweitert. Ja, dann wird der gesamte Absatz vorgelesen. Das wäre jetzt zu lang, das bis zum Ende zu machen. Also mit Tastaturbedienung und Screenreader kann man im Prinzip ein Word-Dokument editieren und auch lesen. Das ist alles möglich und genau das ist das Ziel. Nun besteht Barrierefreiheit nicht nur aus Tastaturbedienung und Screenreader, aber das sind zwei ganz wichtige Eigenschaften, die wir immer im Blick haben sollten. Und ich ermutige Sie, selbst mal einen Screenreader auszuprobieren und über Ihr Dokument laufen zu lassen. Wir lernen da sehr viel und ich habe Ihnen ja Anleitungen dazu schon im Chat gegeben. So, jetzt komme ich noch auf ein paar weitere Dinge, die Word uns gestattet und uns unterstützt. Zum Beispiel gibt es in Word die automatische Prüfung eines Dokuments auf Barrierefreiheit. Dazu muss ich auf Überprüfen gehen, dann auf Barrierefreiheit überprüfen und dann nochmal der Punkt Barrierefreiheit überprüfen. Ich muss das jetzt, ich habe das jetzt irgendwie in einem anderen Aktiviert. Modus vorliegen. Das war jetzt Barrierefreies Word nicht erweiterte vorgesehen. Checkliste nach N3015-49 V1 Einleitung. So, und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite, dass die Prüfung auf Barrierefreiheit keine Probleme ergab. Noch ein Hinweis für die Tastaturbenutzung: Mit der Funktionstaste F6 können Sie wechseln zwischen verschiedenen, also der Hauptansicht und Seiten. Panels, also diese kleinen Fensterchen am Rande. Zum Beispiel hier das Fenster Barrierefreiheit, wenn ich F6 drücke, F6 Barrierefreiheit Fenster Prüfungs. dann liest der Screenreader diese Dinge vor, die da rechts stehen. Das ist manchmal wichtig, weil rechts immer auch Informationen stehen zu den Dokumenten und zu den Elementen, zum Beispiel auch der Alternativtext.
Geh dann wieder zurück mit F6, F6. barrierefreies Word erweitern. F6, F6, barrierefreies, F6, barrierefrei, F6, barriere. So, jetzt bin ich wieder drin in meinem Dokument. Word unterstützt uns also in der Tastaturbedienung und unterstützt uns auch in manchen anderen Dingen, zum Beispiel, dass sowas nicht passieren kann, dass wenn ich die Maus irgendwo drüber laufen lasse, dass dann alles andere verdeckt wird und ich da nicht mehr rauskomme. Das sind Dinge, die tauchen nur im Web auf. In Word taucht es nicht auf, sofern ich nicht Meeting Scripting Chatfenster, verwende. Chattext eingeben, tippen Sie Ihre Nachricht. Bildschirmfreigabe, Bedienelemente für Barriere. So, Entschuldigung, mein Screenreader ist etwas mitteilsam gewesen. Jetzt gehen wir zu einer wichtigen Eigenschaft, die ja auch in der Checkliste ganz am Anfang steht. Ich habe die Dinge, die wir jetzt zusammen durchgehen wollen, gelb markiert hier. Zum einen den Checkpunkt D1, Dokumenttitel. Also ich muss immer sicherstellen, dass das Dokument nicht nur oben am Dokumentanfang, sondern auch über die sogenannten Dateiliste, Metadaten. Startseite, Informationen, Ich mache den Screen wieder mal aus. Sprachausgabe wird beendet. Also über Datei, Informationen, dann Titel. Hier muss ein sinnvoller, und zwar von Menschen gut lesbarer Titel stehen. Also hier steht jetzt barrierefreies Word, Doppelpunkt, erweiterte Checkliste nach EN301549. Das ist genau der Titel, der auch im Dokument steht und das ist auch sinnvoll so. Warum ist das wichtig? Diese Metadaten helfen dazu, dass man Dokumente suchen und finden kann. Und wenn man sie nach PDF exportiert, erscheint dieser Titel dann auch oben am Fenster. Das heißt, das ist eine Voraussetzung dafür, dass das Dokument barrierefrei ist. Außerdem muss die richtige Sprache eingegeben sein. Auch das geht hier über Datei und dann Optionen. Und ich rede jetzt hier von der Hauptsprache des Dokuments. Dann gibt es hier in diesem Pop-up das Element Sprache. Und dann kann ich bei Office Erstellungssprachen und Korrekturhilfen die richtige Sprache nach oben schieben. Also Deutschland ist jetzt die bevorzugte Sprache oder Deutsch, Deutschland. Und das ist immer die Sprache, die auch als Korrekturunterstützung eingestellt ist. Wenn ich jetzt zwischendurch ein Wort in einer anderen Sprache habe, zum Beispiel, ich mache mal in meinem anderen Dokument ein Wort hinein. Da kommen wir später noch dazu. Ich könnte jetzt hier schreiben Welcome auf Englisch. Und ich möchte das jetzt als Englisch markieren. Dann muss ich es markieren und dann bei Überprüfen über Sprache für die Korrekturhilfen festlegen, einstellen, dass das jetzt Englisch, sagen wir, Vereinigtes Königreich ist. Es gibt immer auch andere Möglichkeiten, sowas einzustellen. Ich zeige halt eine über das Menü. Auf dieses Dokument kommen wir dann auch gleich noch im Weiteren zu sprechen. Jetzt möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar, wie Links dargestellt werden. Das hat was mit der Farbe zu tun, die ich im Dokument verwende. Also Links sollten immer irgendwie hervorgehoben sein. Und zwar, wenn wir sie mit Farbe hervorheben, dann sollte die Farbe mindestens einen Kontrast von 3 zu 1 zu anderen Farben haben. Also ich schaue mal gerade, ob wir, ich glaube, gegen Ende haben wir Links. Da bei Quellen. Also dieses Blau hier, das sollte einen Kontrast von 3 zu 1 haben oder 1 zu 3 zu dem umgebenden schwarzen Text. Das ist vermutlich nicht der Fall, ist aber jetzt hier kein Problem, weil wir zusätzlich noch den Unterstrich haben zur Markierung der Links.
Also wenn ich jetzt den Farbunterschied nicht wahrnehme, kann ich es trotzdem sehen, dass hier ist ein Link, weil er unterstrichen ist. Dann ist es auch okay. Bei Link-Text ist generell zu sagen, dass man möglichst keine URL einfach hinschreiben sollte. Also die URL hier ist die hier mit Beuth Verlag und dann irgendwie was Kryptisches. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich schreibe den die URL hier rein. Und dann würde der Screen wieder eben vorlesen. Lassen wir uns mal vorlesen, was er liest. Barrierefreies Pfeil rechts, T, Pfeil links, H. https://www.beauts.de/des/norm/den-n-301. Ja, also ich erspare uns das jetzt. Das möchte man nicht hören. Stattdessen sollte man den Link Sprachausgabe wird beendet. so bezeichnen, dass man sieht, wie der Titel der Webseite aussieht, DIN EN 301 und so weiter, und den Link, also die URL hinterlegen als Link. Und dann wird es auch gut vorgelesen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man irgendwie mal als Fußnote eine URL ausdrucken möchte, weil man eben auch erlauben möchte, dass das Dokument ausgedruckt werden kann auf Papier oder weil man möchte, dass man es bei einer Präsentation auf dem Bildschirm sieht, dann kann man auch mal eine URL ausdrucken, aber das sind Ausnahmen. Generell gilt, dass Sie immer bei Dokumenten Formatvorlagen verwenden sollten für Überschriften, für Punktlisten. Und für andere Listen, zum Beispiel Aufzählungslisten, Formatvorlagen finden Sie, wenn Sie auf Start gehen und dann hier unter Formatvorlagen kann man aufklappen und sieht, hier ist Überschrift 1 ausgewählt. Das ist die Formatvorlage. Ich könnte es jetzt auch zur Überschrift 2 machen oder 3. Man sieht die Struktur der Formatvorlagen ganz gut, wenn man diese Navigationsansicht aktiviert unter Ansicht Navigationsbereich. Und dann erscheint links eben hier eine Übersicht über die Struktur des Dokuments. Und ich kann anhand dieser Übersicht eben auch zu den verschiedenen Teilen navigieren. Jetzt bin ich bei der erweiterten Checkliste. So, das war wahrscheinlich noch vielen bekannt. Wichtig ist auch, dass ich hier, wenn ich die Überschriften markiere, dass ich keine Lücken lasse und dass ich eine schöne Schachtelung habe. Also ich kann jetzt nicht sagen, hier Einleitung und dann die Hinweise, die mache ich einfach eine Ebene tiefer, also auf Ebene 2 und so weiter. Dann, das würde heißen, dass dieser Abschnitt zur Einleitung gehört. Tut er aber nicht, deswegen stelle ich ihn auf die gleiche Ebene. Also das muss einfach stimmen von der Gliederungstiefe her. Jetzt gehe ich zu einem anderen Punkt, nämlich zu Grafiken und dann auch Textfeldern. Ich habe Ihnen ein kleines Beispieldokument mitgebracht. Und das Welcome hatten wir gerade eingefügt, das mache ich jetzt wieder raus. Zum einen geht es um animierte GIFs. Das ist ein GIF-Bild. Das kann ich starten und dann läuft eine Animation ab. Das ist so okay, solange ich es abschalten kann. Und hier, auch hier hilft uns Word. Sowohl mit der Tastatur als auch mit der Maus kann ich dieses GIF abschalten. Also das ist grundsätzlich kein Problem. Ich muss aber eine Alternativtext hinterlegen für jedes Bild, das ich einfüge. Den Alternativtext kann ich am besten sehen, wenn ich auf Überprüfen gehe, Barrierefreiheit überprüfen, Alternativtext. Dann erscheint rechts dieses Panel. Und was hier steht, ist das, was Word automatisch erzeugt hat. Ein Bild, das Cartoon, Person, Poster, Zeichnung enthält. Das ist natürlich zu wenig. Das müssen Sie editieren. Vielleicht geht es hier um Tanzen.
Dann würde ich schreiben, ein tanzendes Paar. Also immer das, was hier gerade auch als Botschaft an die Lesenden übermittelt werden soll, das sollten Sie hier reinschreiben. Und wenn ich jetzt in meinem Screenreader dieses Dokument lese, ich schalte es wieder ein. Will das Smarter-Textfeld So, ich gehe jetzt mal einfach nach unten mit meinem Cursor. nach unten Taste. Ein tanzendes Paar. Animiertes GIF mit Text in Zeile. Also es wurde der Alternativtext vorgelesen, ein tanzendes Paar. Und dann noch als Erläuterung, dass es ein animiertes GIF ist. Und zwar mit Text in Zeile heißt, ich habe es quasi in den Text hineingeschoben als Inline-Element. Das sieht man daran, wenn ich jetzt hier rechts klicke Eins oder Seite das Seite, Kontextmenü ein aufmache. tanzendes Paar. Sprachausgabe wird beendet. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten hier bei Größe und bei Textumbruch anzuwählen. Entweder mit Text in Zeile oder als Quadrat, praktisch eigenständig oder verschiedene andere Sachen. Also wichtig ist hier, dieses Element ist jetzt mit dem Text in der Zeile. Ich nenne das Inline. Und damit haben wir überhaupt kein Problem bei der Barrierefreiheit. Das ist richtig so. Die anderen Bilder hier sind ein bisschen komplizierter. Die sind nämlich verankert, sagt man dazu. Also wenn ich jetzt da drauf gehe, das markiere, dann sieht man an einer Stelle im Text einen Anker. Ja. Und dieser Anker zeigt, an welcher Stelle das Bild praktisch linear in den Text eingeordnet wird. Es muss an der richtigen Stelle verankert sein, damit, wenn man es vorliest, insgesamt die Reihenfolge stimmt und das Ganze Sinn ergibt. Also, ich zeige das jetzt nochmal hier mit meinem Screenreader. Will das Smarter-Textfeld? So, ich gehe jetzt auf den nächsten Abschnitt, wo der Anker ist für dieses Bild. Nach unten Taste. Regenbogen über dem Georgienberg. Bild. Text Fluss quadratisch. Dieser Regenbogen war am Donnerstag letzte Woche in. Ja, das wurde also der Alternativtext, den ich hier hinterlegt habe, Eins Seite wurde Seite. vorgelesen, Sprachausgabe wird beendet. genau an der Stelle vorgelesen, als wo der Anker ist. Und der Alternativtext heißt Regenbogen über dem Georgenberg. Das habe ich aufgenommen vor einer guten Woche. Und dann, wenn ich jetzt weitergehe mit dem Screenreader, dann gibt es nochmal ein Bild. Das sieht zwar aus, als wäre das darüber, aber eigentlich ist der Anker erst später gesetzt, nämlich hier. Ist ein bisschen schlecht zu sehen. Bei dem nächsten Absatz gegenüber gab es einen wunderbaren Sonnenaufgang. Das Bild habe ich dann zur anderen Seite meines Hauses rausgemacht. Und dann wird an der Stelle auch der Alternativtext vorgelesen, leuchtend orangenes Morgenrot. Wenn Sie umfangreiche Diagramme haben, die viel Inhalt haben, also ein Infogramm zum Beispiel oder ein Poster oder schematische Darstellungen, dann sollten Sie längere Texte haben. Dann empfiehlt es sich auch, nicht nur den Alternativtext hier zu nehmen, sondern dann sollten Sie eine Beschriftung einfügen und in der Beschriftung mehr erzählen oder aber einfach im normalen Text des Dokuments beschreiben, was Sie ausdrücken. Nämlich könnte ja sein, Sie möchten einen Prozess beschreiben, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, verschiedenen Verzweigungen. Und dann würden Sie einfach beschreiben, Schritt 1 besteht aus so und so. Dann folgt Schritt 2 und so weiter. Das heißt, Sie brauchen nicht beschreiben, man sieht einen Kreis, man sieht einen Pfeil. Das ist unwichtig, sondern nur, was übermittelt dieses Diagramm als Botschaft? Wie muss ich es interpretieren? Und das schreiben Sie dann am besten direkt ins Dokument mit rein, weil es eben dann auch eine wichtige Information für alle ist, wie man das interpretieren muss. Oder Sie fügen das irgendwie noch in der Textbox an oder einen Link auf eine Webseite.
oder eben in der Beschriftung, die darunter steht. Beschriftung sieht dann so aus, Abbildung 1, und dann würde ich hier noch viel mehr einfach Text reinschreiben. Dann wird es darunter positioniert. Das ist auch mit dem Screenreader lesbar, so eine Abbildungsbeschriftung. Wenn ich jetzt, ich werde jetzt ein Beispiel für ein komplexes Diagramm zeigen, nämlich eine sogenannte Smart Art. Es ist in früheren Word-Versionen so gewesen, dass man Smart Arts möglichst nicht verwenden sollte, weil sie nicht vom Screenreader richtig wiedergegeben werden. Das hat sich jetzt geändert, und diese Checkliste bezieht sich wirklich auch auf die neueste Word-Version. Das heißt, wenn Sie alte Word-Versionen benutzen, sollten Sie eventuell etwas konservativer sein. Aber wir wollen ja nicht verhindern, dass man eben auch die Features von Word nutzt, nur weil alte Versionen das nicht unterstützen. Also wir möchten ja fördern, dass man auch im Sinne der Barrierefreiheit Dinge nutzen kann, die Word einem anbietet. Und das ist ja auch eine Menge. Und es ist ja auch gut so, dass Microsoft nach und nach alles barrierefrei macht. Wenn ich jetzt auf so ein Smart Art klicke, dann bekomme ich auf der linken Seite eine verschachtelte Liste mit zwei Ebenen. Und so wird eben die Smart Art auch erzeugt. Das heißt, man hat hier, ich habe hier die Wörter eingegeben, Prüfung, Beratung und Training. Und dann jeweils darunter Unterpunkte. Und wenn wir jetzt den Screenreader hören über diese Smart Art, dann werden wir sehen, dass der Screenreader alles vorliest, was hier in der Liste steht, aber halt ohne Struktur. Aber das ist schon mal ganz gut. Früher war das nicht möglich. Das heißt, ich kann jetzt streng genommen auf den Alternativtext verzichten bei Smart Art Grafiken, weil Word das inzwischen selber lesen kann. Hören wir uns das einmal an. Bilder Smart Art Textfeld DocX Word Fan nach unten Taste, nach oben Taste. Angebote des Kompetenzzentrums. Smart Art Diagramm. Textfluss quadratisch. Prüfung Websites, Mobile Apps, Software, Dokumente, Beratung, Erklärung zur. Ja, ich stoppe hier. Also wir haben gehört, die Smart Art ist da oben eingehängt am Anfang dieses Abschnitts. Das hat den Layout Anker da Optionen. oben. Sprachausgabe wird beendet. Und jetzt wird an dieser Stelle eben der textliche Inhalt der Smart Art vorgelesen. Es wird nicht gesagt, dass es sich um Textecke handelt. Also wenn das wichtig ist, dann sollte man das auch als Alternativtext noch hinzufügen. Ich habe als Alternativtext einfach hingeschrieben, Angebote des Kompetenzzentrums. Das wird auch vorgelesen, und dann wird danach vorgelesen, was als Text in dieser Smart Art steht. Also haben Sie keine Angst vor Smart Art. Es erleichtert unsere Arbeit sehr, aber machen Sie gegebenenfalls einen guten Alternativtext dazu, wenn das nicht ausreicht, dass einfach nur der Text vorgelesen wird. Und dann gibt es noch solche sogenannten Textfelder, und die sind jetzt wirklich ein Sonderfall. Also eigentlich wäre es am besten, dann würde sie gar nicht verwenden, weil es eben nicht so einfach ist, mit der Tastatur dahin zu kommen. Mit der Maus ist es einfach, ich tippe einfach rein, aber mit der Tastatur komme ich nicht so einfach ran. Da muss ich über, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich muss mir alle sogenannten Elemente mit Anker oder einfach freischwebende Elemente zeigen lassen, über Start, Markieren, Auswahlbereich. Und dann habe ich alle Elemente, wie sie nacheinander, wie sie angeordnet sind, außer dem Text. Der Text ist hier nicht drin, aber diese Elemente. Und ich fange dann von unten nach oben an. Grafik 2 ist das erste freischwebende Element in diesem Dokument. Und wenn ich jetzt mit Tab weitergehe, dann kriege ich die anderen Elemente. Und zwar in ihrer Reihenfolge. Das heißt hier, auch diese Beschriftung hier wird dann mit an fokussiert. Und darüber komme ich jetzt auch auf dieses Textfeld.
das auch verankert ist, das ist wichtig, es muss immer einen Anker haben. Und wenn ich jetzt die Taste F2 drücke, dann komme ich rein und kann den Text editieren. Sehen Sie hier, ich kann jetzt hier irgendwas ändern. Ja? Und mit Escape komme ich wieder raus. Deshalb, wenn ich blind bin, Screenreader benutze und die Tastatur benutze, dann bekomme ich den Hinweis, hier gibt es ein Textfeld, das wird angesagt, wird auch vorgelesen, aber es wird nicht möglich sein, das zu bearbeiten, so ohne weiteres. Dazu muss ich dann auf diese Auswahlfunktion gehen und kann dann mir das entsprechend anwählen und es bearbeiten. Also es ist komplizierter mit Textfeldern oder Textboxen, aber es geht. Auch das ist in dieser erweiterten Checkliste festgehalten, wenn Sie das mal sich genauer anschauen. Bitte schauen Sie, dass Sie die Version 1.4 haben. Wir haben hier in letzter Zeit noch einmal Änderungen gemacht, weil auch Word sich ständig weiterentwickelt. Noch ein Wort und dann werde ich hier mal aufhören. Ein Wort zu Kopf- und Fußzeilen und Fußnoten. Also es gibt diese Kopfzeilen hier. Da steht hier erweiterte Checkliste Word, Version 1.4, Seite 1 von 14. Und in der Fußzeile steht eben, wer das alles gemacht hat, die Autoren und Autorinnen und die Lizenz. Diese Information darf nur dann als Kopf- und Fußzeile stehen, wenn sie redundant ist. Das heißt, diese Information muss irgendwo an anderer Stelle im Dokument vorkommen, damit es noch barrierefrei ist. Weil man nämlich davon ausgeht, dass jemand mit einem Screenreader sich nicht immer diese Kopf- und Fußzeilen vorlesen lässt, sondern einfach dem Textfluss folgt. Also ich gehe hier mit dem Screenreader auf einen Absatz und dann auf den nächsten Absatz mit Steuerung Pfeil nach unten. Und werde die Fußzeile einfach überspringen, weil sie meinen Lesefluss stören würde. Deswegen, wenn Sie Kopf- und Fußzeilen verwenden, bitte nur dann, wenn diese Information auch im Dokumentinhalt irgendwo drin ist. Zum Beispiel hier, diese Lizenzinformationen haben wir hier später, Autorenschaft und Lizenz. Und auch die Versionsinformation aus der Kopfzeile ist hier auch festgehalten im Inhalt des Dokuments. Und dann gibt es noch den Fall der Fußnoten oder Endnoten. Ich versuche mal hier zum Beispiel bei Skripte könnte ich sagen, das bedarf vielleicht einer Erklärung, das möchte ich gerne als Fußnote machen. Das ist möglich auch in einem barrierefreien Dokument. Ich gehe dazu auf Referenzen, dann Fußnote einfügen und kann dann sagen, okay, Skripte sind zum Beispiel VBA-Code, also Visual Basic Code, irgendwas. Das spielt jetzt keine Rolle. Das ist jetzt eine Fußnote. Und Sie fragen jetzt sicher, ja, wie kann ich denn von meiner Fußnote wieder zurück in den Text kommen und umgekehrt? Also ich bin jetzt mit meinem Cursor in der Fußnote und es gibt erstens die Möglichkeit, zur nächsten Fußnote zu wechseln über Referenzen, nächste Fußnote. Oder ich kann von dem Fußnotenbereich zurück in den Hauptinhaltsbereich springen und das heißt jetzt Notizen anzeigen. Das ist etwas irreführend. Das ist ein Toggle. Das heißt, ich kann hier nach oben gehen zu der Stelle, wo diese Fußnote eingefügt ist. Und ich kann aber auch umgekehrt wieder nach unten springen zur Fußnote selber. Das kann ich auch mit der Tastatur machen, sodass ich sagen kann, ja, okay, das Ganze ist barrierefrei. Und es wird auch von meinem Screenreader vorgelesen, dass es hier eine Fußnote gibt. Barrierefreies Word, Pfeil rechts, Skripte. Pfeil rechts, Fußnotenzeichen 1. Und wenn ich jetzt eben die Fußnote vorgelesen bekommen möchte, dann muss ich dieses Notizenanzeigen Registerkarten der C. auslösen. Ich mache jetzt die entsprechenden Tastaturkürzel. Zwei Seite, Fußnotenbereich, bearbeiten. Eingesetzt, zum Beispiel VB-Skript, 2 ja, von 3. Oben weiter. Es gibt eingebettet. So. Sprachausgabe wird beendet. Also es ist möglich, aber seien Sie vorsichtig mit Fußnoten und Endnoten. Man muss dafür wirklich auch gute Kenntnisse haben, wie man mit der Tastatur umgeht. Ja, dann gibt es noch weitere Dinge in der
erweiterten Checkliste. Da habe ich jetzt nicht die Zeit dazu. Sie finden auch auf der Seite der Checkliste ein Video, wo ich kurz alles erkläre. Ich wollte noch ein bisschen was sagen zu Tabellen, aber das reicht jetzt zeitlich nicht. Aber ich denke, ich habe zumindest mal Dinge angerissen und mir ist einfach wichtig, dass Sie wissen, Word unterstützt uns hier in vielem. Man kann vieles machen, was Word anbietet. Man muss nicht sagen, oh, barrierefreie Hilfe, dann darf ich gar keine Funktionen von Word nutzen. Sie können wirklich sehr viel nutzen und es ist auch für blinde Benutzer und andere Benutzer, die vielleicht nur Tastatur benutzen oder auch mit kognitiven Einschränkungen. Es ist alles möglich, sowohl ein Dokument zu bearbeiten als auch zu lesen. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich noch ein paar Fragen beantworten kann. Gehen mal weiter. Genau, es gibt auch eine Umfrage hier über bit.ly/webinar-meine-Meinung. Kommen Sie da drauf oder über diesen QR-Code. Da helfen Sie uns, wenn Sie da ins Feedback geben zu diesem Webinar. Und jetzt zurück an dich, Gregor. Gut, vielen Dank, Gottfried. Zwischenzeitlich gab es durchaus im Chat rege Diskussionen. Ich würde mal vielleicht noch kurz zwei, drei Dinge aufgreifen, bevor wir dann tatsächlich in die echten Fragen gehen. Zum einen gab es so eine Diskussion zum Thema, dass in weiteren Barrierefreiheitsseminaren, auf denen also die Person gewesen ist, explizit davon abgeraten wurde, die Barrierefreiheitsfunktion von Word zu nutzen. Da Word nicht alle Elemente und nicht alles richtig beleuchtet. Wie stehst du dazu? Ja, also es ist nicht vollständig. Man sollte immer auch die Checkliste von Hand noch durchgehen. Aber es hilft durchaus, auch mir zum Beispiel zu entdecken, ach, ich habe hier einen Alternativtext vergessen. Oder hier bei PowerPoint auch, wird man nächstes Mal dazu kommen. Ich habe hier falsche Lesereihenfolge. Also ich finde es sehr nützlich, aber es ist natürlich nicht alles. Man muss trotzdem noch von Hand nachprüfen. Alles klar. Und sag mal, zum Thema Links gab es auch noch so eine rege Diskussion zu der Frage, ob man quasi ein zweites Dokument dann anlegen müsse, wenn es darum geht, dass man quasi eine Word-Datei ausdruckt und dann ja eigentlich diese Links ja alle miteinander verschwinden würden. Ja, ich mache das in dem Fall so, dass ich dann diese Links als Fußnoten einfüge mit ihrem Rohtext, also als URL. Es ist ein Kompromiss, aber ich denke, es ist tragbar. Alternativ könnte man auch natürlich so eine Art Referenzverzeichnis, also Quellverzeichnis anlegen mit allen Links und die halt durchnummerieren und dann im Text ja, mit Nummern versehen. Eine explizit an dich gerichtete Frage, ob für die Links die Quick-Info, also analog zum Alternativtext, für die Bilder ausgefüllt sein muss oder soll. Das haben wir auch festgehalten in der Checkliste. Also man darf es ausfüllen, aber man sollte es so machen, dass wenn etwas drinsteht, dass es redundant ist, weil man mit dem Screenreader nicht direkt an die Quick-Infos rankommt. Das heißt, das sehen nur sehende Benutzer. Das heißt, wenn es für die irgendeine Ergänzung oder wenn es generell sich um eine Ergänzung handelt, okay. Aber sonst nicht, weil die Quick-Infos nicht für den Screenreader erreichbar sind. Alles klar. Und dann noch eine Frage quasi vom Verlauf. Können die Elemente in der Liste in ihrer Reihenfolge verändert werden? Ja, ich glaube, es geht um diese Objekte, die so praktisch verankert werden. Und da spielt jetzt die Reihenfolge, die wird jetzt definiert durch die Stelle, wo der Anker steht. Also die kann man in Word nicht in der Reihenfolge verändern. Da muss man den Anker entsprechend umsetzen. In PowerPoint wird es anders sein. Nächste Woche. Alles klar. Wir hatten gerade eben eine Handmeldung, die jetzt bei mir aber wieder verschwunden ist. Vielleicht hat sich die Frage schon erledigt. Genau, alles genau. Dann schaue ich Frage noch. steht jetzt im Text im Chat. Ah.
Und Frage, ich sende neben einem Word-Dokument ein Textdokument. Ist das eine Alternative für die verschiedenen Tools besser auslesbar als ein Word? In der Regel nein, denn als Textdokument habe ich keine Möglichkeit, Überschriften zu kennzeichnen oder Listen, auch keine Bilder. Es ist in der Regel viel schlechter als ein Word-Dokument, eigentlich für alle Benutzer. Und dann gab es noch eine Frage, ob Kommentare im Word barrierefrei sind und wenn ja, wie das geht. Ja, sind sie? Es wird dann immer vorgelesen, Kommentar, und dann muss man so ähnlich wie mit diesem Textfeld, muss man eben Kommentaransicht rechts aufmachen und mit der Taste F6 dorthin wechseln, und dann kann man Kommentare lesen und auch bearbeiten. Also es gibt ja diese Kommentarliste, vielleicht kann ich es nochmal nur kurz zeigen, bei Überprüfen kann ich sagen, jetzt muss ich auch schauen, wo ich die. Ne, ich glaube, es ist unter Start. Also such mal hier noch ein anderes Feature. Ich kann, wenn ich nach einem Befehl suche, auch das oben eingeben in der Suchleiste. Und dann gibt es zum Beispiel Kommentaranzeigen. Geht jetzt gerade nicht, weil ich hier keinen Kommentar habe in dem Dokument. Ja, machen wir mal einen rein. Und dann kann ich das zeigen. Also ein Kommentar. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit bei Überprüfen, Kommentare anzeigen, mir die Kommentare als Liste anzuzeigen, rechts, und da kann ich mit F6 draufgehen und mir das auch vorlesen lassen mit dem Screenreader. Super. Das Gleiche gilt übrigens für Überarbeitungen. Aber man muss natürlich schon bewusst sein, wenn man so ein Dokument verschickt, das ist eigentlich wirklich für Experten. Dann müssen die Leser schon ganz gut Bescheid wissen, wie man das bedient. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage in Anbetracht der Zeit. Es gab noch die Frage, ob es einen Standard für barrierefreie Word-Dokumente gibt, also vergleichbar zu PDF-UA bei PDFs. Nein, das Gibt gibt es es? nicht. Und das versuchen wir im Prinzip, diese Lücke zu füllen mit dieser erweiterten Checkliste. Microsoft hat gute Anweisungen zur Barrierefreiheit für Word, aber die sind nicht komplett, wenn man die europäische und deutsche Gesetzeslage berücksichtigen möchte. Dann muss man mehr machen, als Microsoft angibt. Super. Ja, Gottfried, dann vielen Dank. Vielen Dank für das viele Wissen, was du mit uns geteilt hast. Genau, und an Sie, an die Runde quasi auch an Sie vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir freuen uns natürlich darauf, dass auch Sie jetzt in die Welt gehen und mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass eben die Welt ein wenig barrierefreier wird. Sofern Sie Interesse haben, wir werden in der kommenden Woche zur gleichen Zeit, also am 16. November ab 14 Uhr, uns mit dem Thema barrierefreies PowerPoint beschäftigen. Und auch dafür gibt es noch einige wenige Plätze, die frei sind. Sie können sich anmelden unter bit.ly/bf-office. Genau. Diese Aufnahme, die wir erstellt haben von der heutigen Veranstaltung, die wird dann ab Anfang der kommenden Woche zur Verfügung stehen. Eine Info dazu werden Sie per E-Mail erhalten. Genau, dann sind wir hiermit am Ende unseres heutigen Tages. Wir wollen uns natürlich unbedingt bei den Textdolmetscherinnen, aber auch bei den Gebärdensprachdolmetscherinnen bedanken für ihren Einsatz. Genauso natürlich wie auch an dich, Gottfried, vielen Dank. Genau, wir freuen uns auf die kommende Woche und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Tschüss.